Fortan fungierte das Nobelkino auch als Talentbühne für Werner Flotts Kabelsendung Talente vor der Kamera. Jung und alt, aus nah und fern, bis aus Österreich und der Schweiz, konnten sich hier vor laufenden TV-Kameras präsentieren, um sich in den Kabelnetzen von Ludwigshafen und Berlin wiederzufinden. Dort hatte Fernsehproduzent Werner Flott Sendelizenzen erworben. Konferencier Hans Löffler stellte die hoffnungsvollen Kandidaten vor. So war es auch der erste öffentliche Auftritt der damals 16-jährigen Günzburgerin Diana Damrau, die heute als gefeierte Operndiva auf den großen Weltbühnen zu Hause ist. Dass ich in Traum sogar noch immer tanz, 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 heute noch. Und so hörte sie sich dann 7 Jahre später in der Hauptrolle von My Fair Lady als Eliza im Würzburger Stadttheater an.